Herzlich willkommen zum Webinar K2 Anwenderlösungen. Wir möchten Ihnen heute unsere Produkte vorstellen, die speziell für Ihre Anwender in der Mobilitätsklasse 2 relevant sind. Bei Fragen wenden Sie sich bitte entweder an mich, mein Name ist Alexander Hess-Sonne, bin verantwortlich für Training, Ausbildung und Education bei Blatchford Europe. Hier sehen Sie meine E-Mail-Adresse und ich habe heute meinen Kollegen eingeladen, Torben Hennecke. Herzlich willkommen, Torben. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, heute dabei zu sein. Genau, wie du schon sagst, mein Name ist Torben Hennecke. Ich bin Orthopädie-Technikmeister und verantwortlich in Deutschland für das Gebiet Nord und auch für in gewisser Weise technische Unterstützung. Genau. Sehr gut. Dann fangen wir auch schon an. Heute besonders Augenmerk möchten wir auf die Vorstellung von unseren Produktlösungen, die wir bei Blatchford anbieten, für Ihre K2-Anwender. Wir werden Produkt-Highlights präsentieren zu unseren Füßen, einmal den Avalon, Avalon WAC und dem Navigator. Und im zweiten Teil des Webinars, da wird es einen zweiten Teil geben, auch zum Thema Vorstellung des neuen mechanischen Knies von Blatchford, dem BMK2, und Vorstellung der Produktmerkmale und Vorteile natürlich auch des BMK2s, das im zweiten Teil des Webinars. Jetzt fokussieren wir uns auf unsere Füße. Dazu einmal die Überblick der heutigen Präsentation. Wir beginnen jetzt im ersten Teil des Webinars mit dem kurzen Überblick über unsere K2-Füße, wie gerade genannt, dem Avalon K2, Avalon K2 WAC und Navigator. Unsere drei Lösungen, die wir hier vorstellen möchten. Vielleicht wichtig erstmal, wenn wir die Vorteile eines hydraulischen Knöchels kurz zusammenfassen würden. Es ist eigentlich kann man sie auf drei Arten beschreiben. Diese Füße sorgen für ein entspannteres, sicheres und vor allem natürlicheres Gehen. Sie sind anatomisch so geformt, dass sich der Anwender mit weniger Anstrengung in unterschiedlichstem Terrain fortbewegen kann. Die Hydraulik trägt dazu bei, die über die übertragenen Kräfte zu dämpfen, wodurch Gewebeschäden natürlich verringert und der Komfort für den Nutzer erhöht wird. Insbesondere dieses Design verbessert das Gangbild des Anwenders und verringert natürlich auch das Stolpern oder die Sturzgefahr. Kommen wir kurz zum Avalon K2. Der Avalon K2 arbeitet mit hydraulischer Technologie, um ein perfekt ausgerichtetes und effizientes Überrollen zu ermöglichen. Unsere Ingenieure haben die Kielform so optimiert, um natürlich die Gehstabilität zu verbessern. Der Bewegungsbereich des Avalon K2 verbessert natürlich die Sicherheit beim Aufstehen, beispielsweise wenn man sitzt, und vergrößert den Zehenfreiraum, um insbesondere die Stolpergefahr oder Sturzgefahr für Ihren Anwender zu verringern. Die Dämpfungseigenschaften des hydraulischen Knöchels erhöhen die Stoßabsorption beim ersten Kontakt, um die Sicherheit zu erhöhen und den Druck an der Schnittstelle zu reduzieren. Werfen wir mal einen genauen Blick auf das Design des Avalon K2. Die Länge und Form des Kiels wurde für ein konsistentes und effizientes Überrollen optimiert. Er verfügt über eine größere Bewegungsfreiheit und der hydraulische Knöchelwiderstand kann insbesondere zur Kontrolle der Plantar- und auch natürlich Dorsalflexion eingesetzt werden und eingestellt werden. Das Ergebnis ist ein Fuß, der natürlich Vertrauen, Unabhängigkeit und Sicherheit, insbesondere der, sage ich jetzt mal, Hauptnutzer älterer oder weniger aktive Prothesenträger erhöht.
Aber wie viel Bewegungsspielraum hat denn eigentlich der Avalon K2, Torben? Der Avalon K2 hat einen Gesamtbewegungsspielraum von 12 Grad. Wir teilen dies ein in 6 Grad Plantarflexion und 6 Grad Dorsalflexion. Wir haben ein Ventil zum Einstellen im Gegensatz zum Echelon-Fuß, wo wir zwei Ventile haben. Hier beeinflussen wir sozusagen mit einem Ventil die Plantarflexion und die Dorsalflexion in gleichermaßen. Und die Einstellung betrifft den gedämpften Fersenauftritt und natürlich ein sanftes und angenehmes harmonisches Überrollen bis zum Zehenabstoß. Einzustellen sind die Widerstände plantar wie dorsal mit einem 2,5 mm Inbusschlüssel. Schauen wir uns den zweiten Fuß in unserem Portfolio an. Jetzt wollen wir uns den Avalon K2 WAC noch ein bisschen genauer anschauen. Für diejenigen unter Ihnen, die ja in der Praxis mit erhöhtem Vakuum arbeiten, ist dieser Fuß wirklich eine gute Option, meiner Meinung nach. Da er nämlich alle Vorteile des ja gerade präsentierten Avalon K2s mit den jetzt beschriebenen Vorteilen des erhöhten Vakuums kombiniert. Zum einen natürlich erleichtert Hinsetzen und Aufstehen. Wir haben mehr Bodenfreiheit während der gesamten Schwungphase. Die Hydraulik reduziert den Druck, der zwischen Stumpf und Schaft an der Schnittstelle entsteht. Und das erhöhte Vakuum arbeitet natürlich auch dafür, dass Stumpf und Schaft optimaler zusammenwirken. Torben, wie sieht es denn aus? Welche genauen Produkteigenschaften hat denn der Avalon K2 WAC? Genau, hier würde ich Ihnen gerne nochmal sozusagen genauer erläutern und einen Überblick geben über alle Teile, die zu dem Avalon K2-System gehören. Sie würden und erhalten ein ARIA-Hybridventil, das es Ihnen ermöglicht oder dem System ermöglicht, dass Luft passiv aus dem Schaft austritt und auch einen Widerhaken besitzt, um den Schlauch zum Vakuum-Einlass zu verbinden. Ein Ventilblock oder auch Rückschlagventil nennen wir das, wird ebenfalls mitgeliefert, der zwei Ventile letztlich enthält. In einem Ventilblock die Luft in eine kleine Membran innerhalb des hydraulischen Knöchelträgers während der Plantarflexion leitet und sie durch einen zweiten Ventilblock während der Dorsalflexion wieder ausstößt. Es handelt sich hier um ein leises und ultraleichtes Vakuumsystem, dadurch, dass wir das im Prinzip in unseren Fuß integriert haben und das Rückschlagventil nach außen gelegt haben, haben wir hier eigentlich wirklich eine ganz tolle Kombination, auch gerade für das Anwenderklientel, was wir hier bedienen wollen. Die Vorteile für Avalon und für insbesondere auch Avalon WAC K2-Patienten sind natürlich dann hier auch, dass wir den Gesundheitszustand des Stumpfes verbessern. Wir fördern die Gesundheit des Gewebes und auch der Wundheilung. Gerade hier haben wir gerne häufig die Patienten mit Wundheilungsstörungen, mit Durchblutungsstörungen, Diabetespatienten. Und da ist es natürlich enorm hilfreich, dass wir da die optimale Anbindung schaffen. Wir haben, was ich gerade sagte, die optimale Anbindung, das heißt eine wirklich verbesserte Passform und Kontrolle des Schaftes, eine Beibehaltung des Restvolumens und Reduzierung der Kolbenmittel um bis zu 28%, dadurch auch die erhöhte Bodenfreiheit, ein besseres Durchschwingen. Ein besseres Durchschwingen sorgt für erhöhte Sicherheit, das heißt ein Hängenbleiben, ein Stolpern wird reduziert und dieses ist natürlich wirklich auch vorteilhaft im Sinne von weniger Stürze und dadurch weniger Verletzungsgefahr. Die Anwenderzufriedenheit ganz am Ende erhöht sich. Die Anwender sind zufrieden, wollen die Prothese nutzen, laufen gerne mit dieser Prothese. Und das ist natürlich das, was wir wirklich erreichen wollen. Und auch der verbesserte Schaftkomfort, weniger Schmerzen bei längerer Nutzung. Das ist unser Ziel. Sehr gut. Und nachdem wir jetzt einen kurzen Einblick gegeben haben zum Avalon K2 und Avalon K2 WAC, möchten wir uns noch einem dritten Fuß heute widmen, der Navigator. Navigator ist ein Fuß- und Knöchelsystem, was für kontrollierte Bewegungen sorgt und damit zu einem sehr angenehmen und vor allem gleichmäßigen Gangbild
beiträgt. Das integrierte Sprunggelenk bietet weitere Vorteile in der Bewegung, beispielsweise wie Plantar- oder Dorsalflexion, des Weiteren Inversion-Eversion-Bewegungen und ermöglicht natürlich auch eine Innen- und Außenrotation. Der Navigator kann natürlich individuell auf den Anwender und Anwenderin eingestellt werden, insbesondere natürlich auch, was das Gewicht angeht und die Aktivität. Hier sehen wir nochmal etwas detaillierter den Aufbau unseres Navigator-Fußes. Haupt- oder ein wichtiges Augenmerk hier ist ja auch nochmal auf die Positionierung des Knöchelgelenks zu legen. Das heißt, wir haben das Knöchelgelenk innerhalb des Fußbereichs so positioniert, um die natürliche Fußbewegung nachzuahmen. Das bedeutet, dass wir das Knöchelgelenk wirklich in dem Ein-Drittel-Zwei-Drittel-Verhältnis eingesetzt haben und sozusagen uns der physiologischen Positionierung unseres Knöchelgelenks einfach angenähert haben. Der Plantarflexionswinkel hat sich im Vergleich zum ursprünglichen Multiflexfuß um 100% erhöht, das heißt von 6 auf 12 Grad, wo wir einfach dann die verbesserte Beweglichkeit nutzen, die sozusagen über den Kiel und über die verbesserte Funktionalität dieses Fußes im Vergleich zum Urfuß, dem Multiflex, besteht. Die Kielflexibilität, der Kiel, das ist im Prinzip unsere Basis, was das Abrollen des Fußes betrifft. Das ist ja der gleiche Kiel, den auch der Avalon besitzt und der Avalon beinhaltet. Die Kielflexibilität unterstützt den optimalen Abrollvorgang. Das heißt, wir haben eine Flexibilität von 1000 Newtonmetern bei axialer Eingabe von 1000 Newtonmeter. Und wir erreichen eine 4 mm Biegung. Das heißt, hier ist wirklich eine Flexibilität, die den Abrollvorgang optimal unterstützt. Das Kielprofil, das heißt die Formung des Kiels, ist von der Ferse bis zum Ballen so ausgelegt, dass letztlich hier wirklich ein sanftes, harmonisches und sehr angenehmes Abrollen für die K2-Patienten geboten werden kann. Und das Knöchelgelenk würde ich Ihnen hier gerne noch einmal etwas genauer vorstellen, das heißt die Funktionsweise und auch die Auswahlmöglichkeit. Wir sehen hier einen Ballsystem und auch ein Ringsystem, die sozusagen miteinander agieren. Und dadurch, dass sie miteinander agieren, erreichen wir die Multiaxialität, das heißt die multiaxiale Beweglichkeit dieses Knöchelgelenks in alle Richtungen, das heißt Plantarflexion, Dorsalextension, Eversion, Inversion und auch eine Innen- und Außenrotation ist möglich. Die Steifigkeit ist natürlich je nach Gewicht des Anwenders und Aktivität unterschiedlich auch auszuwählen. Und das ist gekennzeichnet durch eine Farbauswahl, weiß, orange und blau, die jeweils bei dem Ball auf der Oberseite bestimmt wird und bei dem Snubber ist das englische Wort für den Ring, durch die Farbe selbst gekennzeichnet ist, durch einen Farbklecks auf dem Snubber. Der Snubber wird so montiert, dass die Farbe sichtbar ist und auch für Sie erkennbar ist letztlich. Aber wir wählen das natürlich schon so aus, nachdem Sie uns das Gewicht des Anwenders, der Anwenderin gegeben haben. Super, und das war schon unser kurzer Einblick in unsere K2-Lösungen für Sie. Hier jetzt nochmal die Ansprechpartner. Wir freuen uns natürlich über Fragen, Anmerkungen, natürlich auch Interesse an unseren Produkten. Wie gesagt, alles bei dem Thema Weiterbildung, Zertifizierung, Training können Sie mich, Alexander Hess-Sonne, kontaktieren. Dann vielleicht noch kurz, Torben, bevor ich nochmal zu dir komme, zwei Kollegen, einmal den Hans-Peter Neumeier, der den Bereich Südwestdeutschland und Süddeutschland betreut, und der Kai Schröder, der für den Bereich Mitte und West zuständig ist. Torben Hennecke, wie gerade schon vorgestellt. Vielen Dank, Torben, für deine Zeit. Neben deiner technischen Trainingsaktivität auch für Norddeutschland verantwortlich. Wie gesagt, bei Fragen gerne uns kontaktieren. Sie können uns auch kontaktieren über bletchford.de. Unsere Kolleginnen und Kollegen vom Customer Service über info@bletchford.de
Schreiben Sie uns eine Mail. Und ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, von Ihnen zu hören. Alles Gute.